Hallo, ich habe dieses Buch gelesen, es heißt Gespensterjäger auf eisiger Spur von Cornelie Funke. Mein erster Eindruck war Gespenster? Klaro! Ich liebe nämlich Gespensterbücher, wie ihr wahrscheinlich schon erkannt habt, am Buch Die geheime Tür zur Geisterwelt und der geheime Ratter 12. Also, in diesem Buch geht es um einen Jungen, der heißt Tom und der hat ein riesiges Gespensterproblem, denn in seinem Keller wohnt ein Gespenst. Also geht jetzt zu seiner Großmutter und erzählt sie ihr das. Die Großmutter hat eine Lösung, denn die Großmutter hat eine Freundin und die Freundin heißt Hedwig Kümmelsaft. Und mit Hedwig Kümmelsaft versuchen sie erstmal Toms Gespenst loszuwerden. Und das haben sie auch geschafft, aber das Gespenst braucht Hilfe. Denn das Gespenst ist aus seinem eigenen Haus geflohen, vor einem viel größeren Gespenst, nämlich vor einem UEG. Das bedeutet unglaublich ekelhaftiges Gespenst. Er ist ein MUG, mittelmäßig unheimliches Gespenst mit dem Namen Hugo. Und zu dritt versuchen sie dann, das große, fiese UEG zu bekämpfen. Das Buch hat 141 Seiten, gibt dem Buch wieder 8,5 von 10 Sternen. Es ist gut. Bisschen gruselig auch mit dem UEG und ein bisschen auch mit Hugo. Es ist gut geschrieben und sehr, sehr spannend. Das ist ein Buch von ein von vier Bändern. Die anderen drei Bänder habe ich schon gelesen. Und wenn ihr wollt, kann ich die auch machen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich gucke mal erstmal, wie es bei euch ankommt. Wenn ihr mein Video mochtet, lasst ein Like, abonniert mich und dann tschüss, ciao, bis zum nächsten Mal.